Hallo meine Freunde und willkommen zurück. Ich habe gerade das Spiel gestartet und anscheinend hat Japan mobilisiert. Wir sind immer noch im Krieg mit Polen. Unsere Bomber machen anscheinend gut ihren Job. Genauso wie unsere Jagdflugzeuge. Ja. Es sieht schon mal ziemlich gut aus. Ein weiteres Armeekreuz fertigstelle ich. Stelle ich gerade überhaupt irgendwo eine Armee auf? Nee, ich wollte die ja jetzt produzieren lassen. In der Produktion. Durch Marshall. Ist ja klar. Okay. Wir haben Durchmarscherlaubnis durch Jugoslawien und greifen nochmal polnische Truppen an. Das hier sieht auch immer besser aus. Die Polen werden da gleich sich zurückziehen. Hier werden wir angegriffen, das sieht aber nicht schlecht aus. Hier im Süden, da frage ich mich, was? 62%, wir haben die Kernprovinzen, Marionette und Westpolen. Bald. Wo ist denn der Baltikum? Baltikum. Haben die überhaupt irgendwo ein Baltikum? Baltikum. Ach, das gehört zum Baltikum. Diese zwei Städte. Ja, es ist kein wichtiger Siegpunkt und Ressourcen hat es Energie und Industrie. Warum nicht? Holen wir uns noch das Baltikum. Und was ist die Toka-Region? Das müsste hier unten sein, nicht wahr? Ja, das ist die Toka-Region. Die können die Polen von mir aus behalten. Hier ist leider nicht extra irgendwas, das ist alles nur aus Polen. Ja. Schiffsbautechnik verbessert. Ja, ich frage mich jetzt, wie das dann mit Frankreich und so aussehen wird. Hier haben wir eine Ostseeflotte. Und hier eine Unterseebootsflotte. Ja. Und warum ist die große Flotte hier? Nee. Die kann jetzt dahin. Die können dahin. Oh, die Polen haben da eine Flotte. Na, okay. Ich hätte vielleicht deren Flotte mal angreifen sollen. Aber wer greift denn schon polnische Flotten an? Für was sollten wir das müssen? Ja, nee, die können jetzt schön da angreifen. Gehören da dazu. Okay, dann können wir ja direkt mal auf Warschau einen Angriff starten. Wir schließen halt nicht hier die Kessel, aber das ist auch einigermaßen egal, finde ich. 3, 2 und die auch.
Und Polen ist bei 83%. Die sollten aber dann gleich auch schon kapitulieren, denn wir sind gleich in Warschau drin. Das heißt natürlich, mit zwei werde ich noch mal unterstützen. Und ja, die sind sofort weg. Sind wir auch gleich in Warschau drin, ist aber die Frage. 31. Mai. Und wir sind drin und die sind bei 100% letztendlich. Ja, speichern wir mal. Denn Polen wird jetzt gleich kapitulieren. Und jetzt haben wir hier schön einen Teil Polens und natürlich einigermaßen was an. Oh, in unserer Industrie ist auf einmal. Haben wir wirklich hier in Polen so viele Industriezentren jetzt bekommen? Na, okay, wir haben Warschau. Und die Polen haben sich jetzt Lemberg als neue Hauptstadt geholt, aber ehrlich? Wow. Das ist wirklich gut. Dann können wir doch noch anfangen, auch ein paar Flugzeuge zu bauen. Bomber, taktische Bomber. Ich wäre jetzt eher mal dafür, dass wir uns ein bisschen Luftüberlegenheit holen. Und deswegen hätte ich gerne. Nee, kann auch ganz unten hin. Und dann jetzt erstmal. Ja, sicher. Das kommt dahin. Die kommen dahin. Die können den Befehl erstmal abbrechen, die auch. Und dann werde ich jetzt meine gesamte Armee neu aufstellen. Warte, das ist das 15. Hier ist erste, zweite, dritte, vierte, 15. Ich müsste die eigentlich ja gut benannt haben. Hier 16, 17, 18, 19, 20. 11, 12, 13, 14, 15. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 6, 14, 16. Okay, ich weiß nicht, wie ich die benannt habe. Wie ich die ganzen Akkus hier 19, 11, 12, 13 habe ich alle ganz schön nummeriert, aber dann auf einmal das hier. Okay. Ich weiß nicht. Hier ist noch eins. Was kann dahin? Was mit dem hier? 14. gehört in diese Armee. Ja. So. Polen ist jetzt erstmal mein Freund. Mobilisiert will ich bleiben, denn ich weiß, dass der Großteil meiner Truppen nur Reserven sind, glaube ich. Zumindest müsste der Großteil meiner Truppen Reserven sein. Ich glaube, ich habe die alle als Reserve gebaut. Ich bin mir aber nicht sicher. Brigadenentfernen, Wachregiment Berlin. Nee.
Also ist es jetzt weg oder was? Ich habe keine Ahnung. Wachregiment Berlin, hier. Ich frage mich, warum es hier in Hannover steht, aber Wehrmachtsamt. Das ist mir eigentlich auch ziemlich egal jetzt. Schweden, Griechenland. Haben wir Kerne? Nein, das Sudetenland ist nicht unser Kernland. Aber das wird uns nicht davon abhalten. Gibt es dann extra ein Kriegsziel, Territorium? Sudetenland könnte ich einfordern. Unterregion ist ja auch das hier. Parkregion. Sudetenland, ja. Prag. Kann ich auch Prag-Region machen? Ja, ich kann Prag-Region machen. Ich würde Prag-Region machen und dann Marionette den Rest. Denn das wäre dann einfach. Dann hätten wir hier wenigstens historische Grenzen. Und das fände ich doch etwas schöner. Und hier dann auch noch mal aufstellen. Ja. Ah, die Sowjets übertreiben es maßlos hier mit deren Grenzverteidigung. Ich habe wirklich Angst, dass da irgendwann mal schon sehr früh ein Krieg ausbricht. Jetzt bleibe ich erstmal wachsam an der Westgrenze. Ich glaube, da werde ich dann noch eine zweite Armee hinstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich könnte diese Armee jetzt hier rüberstellen und sagen, diese Armee ist, sobald die Tschechoslowakei weg ist, für den Osten zuständig. Und natürlich auch Süden. Italien mag uns ja immer noch nicht. Aber denen geht es langsam. Die, naja, langsam mögen die uns immer mehr. Langsam. Das braucht aber auch noch seine Zeit. Und zwar könnte ich sagen, ein Korps davon wird hier im Norden stationiert, gegen Dänemark. Sollten die eintreten in einen Krieg und der Rest einfach hier an der Grenze Niederlande, Belgien, was auch immer. So wie wir es am besten aufteilen können, dass überall ungefähr gleich viele Truppen stehen. Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Und werde ich deswegen auch jetzt mal machen. Das heißt, die kommen raus aus der ersten Armeegruppe und ab in die zweite Armee. Ja, ab in die zweite Armeegruppe, die geht nach Friedberg. Die gehen nach Hamm. Und mein Headset hat wieder irgendwelche Probleme. Jetzt höre ich den Sound vom Spiel fast gar nicht. Also die Musik höre ich den Sound, aber fast gar nicht. Ja. Ich habe sowieso vor, mir demnächst ein neues Headset zuzulegen. Und dann sollte das auch besser funktionieren. Einmal dahin. Nee, warte, einmal dahin. Dahin. Nee, dahin. Dahin. So.
Und damit wäre das Ganze doch schon mal gesichert. Die haben. Nee. Das Problem ist, das Münchner Abkommen können wir nicht machen, denn der Unmut ist viel zu hoch. Und ich weiß nicht, wie ich ihn jetzt noch runterkriegen soll. Deswegen werde ich da einfach jetzt mal einen Krieg erklären. Die Prag-Region hätte ich gerne. Gehört das Sudetenland auch noch zur Prag-Region? Nein. Prag-Region, Sudetenland. Was mit der Kaschau-Region? Was gehört hier hinten? Nee, das werde ich nicht. Und Marionettenstaat. Das wäre mir recht. Und jetzt müssen wir erstmal die ganzen Siegpunkte erobern. So. 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 Die greifen einmal da an, da an, da an. Dahin. Ach, die hätte ich noch besser aufteilen können, ja. Das kommt davon, wenn man nicht wirklich aufpasst. Ja, aber wir holen uns das sicher gut. Nein. So. Und das wäre dann, glaube ich, der Großteil. Strategisch bombardieren würde ich gerne einfach mal hier, weil ich das nicht annektieren werde. Denn das hätte ich dann gerne tatsächlich als tschechoslowakisches Gebiet. Die Polen haben jetzt keine Flotte mehr. Technologie gebe ich denen mal ein bisschen was an Infanterie, damit die auch schön. Ach, jetzt die Sowjetunion anscheinend, deren größter. Großbritannien hat uns den Krieg erklärt. Genau das habe ich erwartet. Deswegen wollte ich hier auch aufstellen. Und deswegen werde ich jetzt auch erstmal schön, wie sich's gehört, all meine Flotten ein bisschen herumbewegen. Denn ich weiß, dass die Briten, wenn es um Seemacht geht, nicht sehr nett sind. Das weiß ich einfach. Das ist halt so. Ja, und jetzt. Ach. Ich kann Italien und Ungarn. Das ist doch schön. Zur Fraktion einladen. Und zur Fraktion einladen. Und beide haben akzeptiert. Das heißt, jetzt wird's richtig losgehen. Aber erstmal unsere Gesetze verbessern. Denn jetzt wird's wichtig.
Es war mir klar, sobald ich die Tschechoslowakei angreife, wird irgendwer mich hassen. Das wusste ich einfach schon von Anfang an. Das hätte nicht anders sein können und ist auch unmöglich anders. Wenn das auch nur irgendwie wie das normale Terfein des Sauer ist, dann ist es so sein, dann wird das so sein. Denn ich habe einmal probiert vorher The Finest Hour und da ist so ziemlich genau dasselbe passiert. Nur dass ich mir mehr polnisches Gebiet geholt habe, da hatte ich dann von Polen alles bis auf diesen Streifen. Das war dann polnisches Gebiet. Ich habe es dann letztendlich geschafft, in Großbritannien Landung durchzuführen, aber dann ist das Spiel nur noch abgespielt. Dann ist das Spiel wirklich nur noch abgestürzt und hat nichts anderes gemacht. Und das will ich einfach, ja. Da hatte ich dann keinen Bock mehr weiterzuspielen. Im Krieg bin ich. Ja. Ich glaube, Großbritannien ist hier in Afrika nicht wirklich auf den Krieg so stark vorbereitet. Die haben jetzt nicht gedacht, dass Italien mir so schnell beitritt. 57. Industrielle Unterstützung. Ich glaube nicht, dass ich denen so viel leisten kann. Wie man sieht, in Kriegszeiten ist meine Industrie ziemlich niedrig gegangen. Und gerade auch mit seltenen Materialien. Jetzt durch Italien kriegen wir natürlich ein bisschen mehr. Aber natürlich immer noch nicht so viel, wie ich mir erhofft hätte. Wir haben jetzt jeden Siegpunkt bis auf ihre Hauptstadt eingenommen. Jetzt haben wir ihre Hauptstadt eingenommen. Irgendein Kriegsziel. Nö. Nur die Kaschau-Region. Und die ist ja leider hier, oder? Hier irgendwo war die. Hier Kaschau-Region. Aber das. Ja, die werden gleich kapitulieren. Ich speichere nochmal. Und das war's. Ah, dieser kleine Fleck. Ja. Ist egal. Wir haben etwas. So. Und jetzt, da der Krieg vorbei ist, können wir uns komplett auf die Alliierten konzentrieren. Und ich habe wirklich Angst um diese Flotte. Ziemlich.